meine Damen und Herren, machen Sie es sich nicht zu bequem, denn gleich wird es Sie aus den Socken hauen. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den unvergleichlichen, phänomenalen Mann der Stunde zu präsentieren. Ladies and Gentlemen, er wurde von, ich zitiere, diesen Schweinen gejagt und in die Enge getrieben. Er hat in 15 Restaurants Hausverbot. Er hat einmal laut eigener Aussage einem Wal eine verpasst. Voll auf die Zähne. Letzte Woche wurden wir Zeuge seines vermeintlichen Ablebens. Aber das alles war nur eine geniale Maskerade, um einer Vaterschaftsklage zu entgehen. Und heute ist er hier, ohne Sie weiter auf die lange Folter zu spannen, meine Damen und Herren, the one and only, der Erzähler! Immer mit der Ruhe, mein Lieben. Ja, es stimmt, ich bin zurück. Das war's. Kriege ich jetzt mein Geld? Da hast du 20 Lieferein. Ja, Geizhals. So, das wäre dann geklärt. Ja, Schnauze halten, ich bin wieder da. Keine Sorge, Erich hat Sprechverbot. Jeffrey, mein Junge, reich mir das Skript. Mal sehen, was wir heute Schönes haben. Episode 6. Willkommen in Sky Valley. Unsere Helden wurden in der letzten Folge auf Penguin Island so richtig aufgemischt. Aber dank Amandas Eingreifen ist es ihnen gelungen, zu entkommen. Jetzt stehen unsere Kommissare vor einem weiteren Rätsel. Wer besitzt die dritte russische Alien-Technologie? Führen die Spuren zur GM? Das alles erfahrt ihr in dieser Episode, wenn die Hüllen fallen. Die Sonne lasert unseren Jungs die Augen weg. Scheiße, ist das heiß! Leclerc und Lafontaine stolpern durch die Wüste und scheinen bald am Ende ihrer Kräfte zu sein. Das Ödland von Sky Valley treibt sie in den Wald. Leclerc, ich verdurste. Du bist Leclerc und wir haben kein Wasser mehr. Ja, Leclerc, ich kann's gleich ab. Das ist wie damals, 64, in Sevilla, als ich meinen linken Hoden beim Stierkampf verloren habe. Was ein Batussi. Leclerc, ich kann die Berge wiedersehen. Wunderschöne Berge, Leclerc. Ein Hamster. Darf ich ihn behalten, Leclerc? Ich lerne ihn. Wallace. Oh, hallo, Zilli ist schon verdammt. Wir brauchen dringend Wasser. Halluzinieren? Wallace ist echt? Kannst du ihn nicht sehen? Nein. Verdammt. Du bist nicht mehr zu retten. Er meint es nicht so, Wallace. Die Jungs tun mir irgendwie leid. Ich spul mal etwas vor. Ich meine, Jeffrey! Spul mal etwas vor! Tja, das war's leider schon für heute. Nein! Nicht so weit, du Depp! Ja, genau da! Warte! Jetzt! Ja! Gut. Die Kommissare stehen plötzlich vor einem Schild. Wow! Wo kommt denn das Schild plötzlich her? Sky Valley City? Ah! Zivilisation, Leclerc. Du bist Leclerc und ich bin Lafontaine. Egal. Hast du das gehört, Wallace? Wir sind gerettet. Die Kommissare begeben sich nach Sky Valley City. Sky Valley. Die Stadt, die buchstäblich niemals schläft.
Im Prinzip ist es Las Vegas. Nur gehen hier die Geister um. Also jetzt im Ernst, es spukt hier an jeder Ecke. Vermutlich liegt es auch daran, dass sie alle unter Schlafentzug leiden und sich die Geister nur einbilden. Wie damals, als ich 2 Wochen lang in einem Möbelhaus als Gespenst umging und die Wünsche von imaginären Sesselgnomen erfüllt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Seltsamer Ort. Aber hallo! Sieh dir mal die ganzen Kneipen an, Leclerc. Mich dürstet es nach einem Kelch süßen Weines. Beiß mir den Weg, Knappe. Lapatatate. Was? Das ist neu. Hat dich dein Erbsenhirn ins Mittelalter zurückkatapultiert? Schweig, Knappe! Wallace, mein treuer Hamster, bring mich zu dieser Schenke dort drüben. Er rolle den Teppich aus, lappetatatat. Und er rolle mit den Augen. Vollkommen dehydriert tut unser Herr Leclerc so, als würde er auf einem Hamster reiten. Seltsamerweise ist dabei der Hufschlag eines Pferdes zu hören. La Fontaine starrt mit offener Kinnlade hinterher. Was zum Henker ist hier los? Ich bin wohl auch dehydriert. Den Hufschlag bilde ich mir doch nur ein. Warte, Leclerc! Ich habe auch Durst! Leclerc betritt die Kneipe. Das lasst die Lions. Ich kenne den Besitzer doch gut und habe außerdem Hausverbot. Eine lange Geschichte. Ein Schwall von Rauch und der Duft von abgestandenem Bier kommen den beiden Beamten entgegen. Der Boden ist so dreckig, dass man nicht mal draufkotzen möchte. An den Wänden hängen alte, vergilbte Gemälde von irgendwelchen Lokalamateurpinselschwingern. Bei der Bartheke zwischen einer zentnerschweren Tonne von Menschen und einem elegant gekleideten Gentleman, der hier vollkommen fehl am Platz scheint, entdeckt La Fontaine 2 Barhocker. Er stützt Leclerc, der fast am Kollabieren ist, und hilft ihm auf den Hocker. Danke, mein teuer Weggefährte. Nimm dir einige Gulden aus der Schatzkammer für deine Mühe. Ja, genau. Warte mal. Ah, der Barkeeper. Hey, Meister, wir brauchen was zu trinken. Wir sind hier am Was zum Geier? Julius? Ich glaub mich drinnenswert. La Fontaine, Leclerc, was kann ich für euch bringen? Wie bist du? Warum zum... Ach, egal. Bier mit Schuss. Schankwirt, Mann, bringe mir einen Shirley-Tempel und eine Tränke für meinen Rappen. Und Kerzen, denn Wallace hat heute Geburtstag, ne? Was laberst du da? Wer zur Hölle ist Wallace? Stell ihm einfach 2 Gläser Wasser hin. Geht klar. Julius, wir sind beruflicher Natur hier. Wir suchen einen gerissenen Gangsterboss. Sein Name ist J.M. Der Name sagt mir nichts. Tut mir leid. Aber es gibt hier einen berüchtigten Gangster. Man nennt ihn die Ameise. Interessant. Moment mal, die Ameise? Was ist das denn für ein bescheuerter Name für einen Verbrecher? Angeblich kann er das 10-fache seines Körpergewichts stemmen. Ach ja? Das muss ja ein Hühne sein. Nee, seltsamerweise nicht. Eher schmächtiger Natur. Wirkt sehr reserviert. Interessant. Und wo finden wir diesen Typen? Das Casino gleich um die Ecke gehört ihm. Er ist meistens dort anzutreffen. Sehr gut. Aber zuerst brauchen wir eine Unterkunft für die Nacht. Geht am besten ins Seabreeze. Ich kenne den Besitzer. Sagt ihm, dass ich euch schicke. Okay, geht klar. Danke, Julius. Leclerc, komm. Du musst erst mal schlafen. Da gibt noch Kacke. Was? Wo hast du die Kerzen her? Schreib sie auf den Deckel, Julius. Ja.
Die Kommissare trinken hastig aus und verlassen die Kneipe. La Fontaine schleppt sich erschöpft Richtung Seabreeze Hotel, welches von außen aussieht wie ein Piratenschiff. Leclerc, sagen wir mal, reitet munter auf seinem Hamster neben La Fontaine. Sie betreten das Hotel. Das Interieur, das ist französisch für drinnen. Naja, jedenfalls ist das Interieur einem Piratenschiff nachempfunden. Es geht des Weiteren seltsamerweise eine kühle Brise. Man kann förmlich die frische Seeluft schnuppern. Zwei Holzbeine klappern sich den Weg an die Rezeption. Das ist französisch für Tisch. Bonklebaudemon! Gäste, ich eule! Ja, das kann ja heiter werden. Oh, ihr Landratten! Wo sind die 17 Wildmähen? Bringt euch auf mein besoldenes Schiff! Was in den 17? Weltmeeren treibt ein Piraten und sein Schiff in die Wüste. Bin auf einen Riff gelaufen. Dann wurde das Wasser knapp. Skorbut und meine ganze Crew auf den Gewissen. Und bei David Schönsocken. Diese Olli Minde. Ich muss mal wieder ein bisschen plündern. Das ist gut für die Seele. Ja, das Leben ist hart. Gib mir Bescheid, wenn du plündern gehst. Was kann ich für euch tun? Julius schickt uns. Wir brauchen ein Zimmer. Ich bin La Fontaine und das ist Leclerc. Wir sind Kommissare von außerhalb. Spuck mir ins Gesicht und wirf mich über die Reling. Freunde von Julius. Das Zimmer geht aufs Haus. Meine Crew nennt mich übrigens Pitchy. Na, Bertha Graf, ihr hört uns. Wo kann ich meine Staute anbinden? So, Molaudin, hat dein Kamerad ein Riss in der Tokelage oder was ist bei dem Schiff? So könnte man das ausdrücken. War einfach zu lange in der Sonne. Wir würden dann gerne auf unser Zimmer, wenn's recht ist. Wir sind total erschöpft. Nimm doch ein bisschen die Vorstuhl in den zweiten Stock. Der vierte darf nicht betreten werden. Wieso? Spukt es dort? Spuken tut sie überall. Aber nein, der vierte Stock ist für einen speziellen Gast reserviert. Was meinst du mit, es spuckt ja überall? Ihr seid in Sky Valley. Hier geht die Geister um. La Fontaine schaut sich um und bemerkt erst jetzt, dass die Geister von Piraten an der Bar in Ruhe einen heben. Ach ja, richtig. Ahoi, Jungs. Dann halluziniere ich also auch schon. Das tun wir doch alle. Ja, ich glaube, das war's für heute. Gute Nacht. Angenehme Nacht, die Herren Kommissare. Die erste Tür scharf links, nicht rechts und nicht scharf rechts. Dort schläft nämlich Trevor, der Haustrache. Und er wird nicht gerne geweckt. Haustrache? Ach, egal. Ich bin zu müde. Hallo? Hallo? Nein. Wir brauchen ein Zimmer. Oh. Leclerc, ich hab die Schlüssel hier. Komm jetzt! Ja, aber... Aber und gar nichts. Schnauze, wir gehen. Die beiden Kommissare begeben sich ohne Zwischenfälle auf ihr Zimmer. Beide liegen sie in ihren Betten. Einige Stunden später schläft Leclerc bereits. La Fontaine sitzt auf seinem Bett mit einer Flasche Whisky und starrt an die Wand. Er ist müde. Dennoch kann er kein Auge zumachen. Etwas quält ihn. Tief im Innern klafft eine Wunde und aus ihr hervor erklingt eine Stimme. Komm zu mir, komm zu mir, spricht sie aus dem Innern.
Ich bin allein, wie du. Hilf mir. Ich bin drin. La Fontaine gibt nach. Eilig zieht er seine Klamotten an, krallt sich den Whisky und verlässt das Zimmer Richtung Fahrstuhl. Er drückt auf den Knopf für den dritten Stock. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Am Ziel angekommen, öffnet sich die Tür des Lifts. La Fontaine betritt den Flur. Bis auf eine flackernde Lampe in der Mitte des Flurs gibt es keine andere Lichtquelle. La Fontaine hört eine Stimme in der Dunkelheit. Lass mich nicht allein. Ich habe Angst. Wer ist da? Hallo? Komm zu mir. Hilf mir. Na, dann wollen wir mal. La Fontaine wankt durch den Flur. Er ist ziemlich betrunken. Komm zu mir, hilf mir. Das flackernde Licht nähert sich. La Fontaine stützt sich an der Wand ab. Er bleibt nicht stehen, sondern torkelt entschlossen weiter. Fast geschafft. Gleich bist du bei mir. La Fontaine lässt das letzte Licht der Lampe hinter sich. Der Rest des Ganges ist stockdunkel. Nichts könnte ihn davon abbringen, weiterzugehen. Komm näher. Trau dich. Wo bist du? Hier! Eine Nebelgestalt bäumt sich plötzlich vor dem Kommissar auf. Es ist eine Frau in einem weißen Kleid. Die Geisterfrau verschwindet lachend in der Mauer. Mädels, ich hab Stoff da. Lasst uns einen drauf machen. Ach, das war ja klar. La Fontaine stürmt wütend nach unten in die Lobby, um das Hotel zu verlassen, um sich eine weitere Flasche Schnaps zu holen. Jo, so spät noch was zu erledigen? Verdammten Geister haben meinen Schnaps geklaut. Ja, dies kommt öfters vor. Seufzend und sehr irritiert geht der Kommissar über die Straße zum Schnapsladen. Vor der Tür wird er von einer jungen Aktivistin angesprochen. Guten Tag, der Herr. Möchten Sie sich für eine Welt ohne Waffen engagieren? Tag auch, klar, wenn ich dafür nichts machen muss. Sie müssen nur eine Kleinigkeit erledigen. Hier, unterschreiben. Das klingt nach Papierkram. Ein andermal vielleicht. Aber ist Ihnen eine sichere Welt nicht mal eine kleine Unterschrift wert? Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich überlege nur gerade, ob es mir die Mühe wert ist. Ich kann auch für Sie unterschreiben. Ah, wenn das so ist. Alphonse La Fontaine, der Name. Ich bin Kommissar bei der Polizei. Seltsamer Name. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Wo kommen Sie her? Von außerhalb. Darf ich denn auch nach Ihrem Namen fragen, bitte? Ach, natürlich, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Kara, Karabiner. Echt jetzt? Karabiner? Ja, und? Karabiner setzt sich für ein Waffenverbot ein. Wissen Sie, das ist witzig, weil... Ach, ich weiß, warum Sie das witzig finden. Entschuldigung, ich habe kurz die Beherrschung verloren. Ich muss dann auch weiter zum Schnapsladen. Mein Freund an die Theke wartet dort auf mich. Ciao! Arschloch. Ein schwarzer Wagen bremst abrupt auf der Straße. Zwei bullige Gestalten steigen aus und schlagen den unvorbereiteten La Fontaine bewusst. Oh, Scheiße! Nein, weg da!
Die beiden Fleischberge, deren IQ niedriger ist als die Temperatur der kalten Plörre, die Jeffrey als Kaffee bezeichnet, verfrachten den hilflosen Kommissar in den Kofferraum und fahren davon. Karabiner, die alles gesehen hat, lächelt zufrieden. Karma. Sonst mal wieder nach Hause. Mal wieder dann verblendet. Verballer dein Geld im Casino, der Schwein. Pensch die Kohle, Schnubber. Der Zassi. Ja. LaFontaine? LaFontaine? Bist du da? Leclerc steht auf und zieht sich seine Klamotten an. Eilig geht er Richtung Lobby. Patches, der Pirat und Hotelier, das ist französisch für ihm gehört der Laden hier, schnitzt gerade ein neues Holzbein. Wenn mich meine beiden Glasaugen nicht täuschen, ist der arme Ritter wieder vor den Toten aufgestanden. Arme Ritter? Nein, ich habe jetzt keine Zeit zum Frühstücken. Sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, wo LaFontaine steckt? Oi, den habe ich gestern das letzte Mal gesehen. Er wollte noch einmal zum Snopsladen die Kombüse füllen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das klingt ganz nach ihm. Wann war das? Ich glaube, es um 2 Uhr morgens. Ja, gut. Dann gehe ich ihn jetzt suchen. Kriege ich trotzdem arme Ritter? Mit vollem Magen lässt es sich besser mitteln. Was? Nein. Arme Rede gibt's hier nicht. Aber Klaus Kabüse, mein Koch, hat eine Schildkrötensuppe mit Schiss wie Boxzwieber. Schiffszwieback. Verdammter Finger! Ah! Mein Finger! Für mein Süppchen. Nach Schildkrötensuppe und einem Nickerchen macht sich Leclerc auf, seinen verschwundenen Freund zu finden. Er überquert die Straße und betritt den Schnapsladen. Haben Sie gestern meinen Kollegen gesehen? Hier ist ein Foto von ihm. Das ist ein Foto von Ihnen in einer ziemlich aussagekräftigen Badehose. Ups. Ja, mein Fehler. Naja, aber nicht übel, oder? Mhm. Und das Rote? Was wollen Sie? Ja, es tut mir leid. Was ist mit dem Blauen? Was muss ich tun, damit Sie meinen Laden verlassen? Haben Sie Schokoriegel? Das ist kein Schokoriegelgeschäft. Das ist ein Schnapsladen. Haben Sie was mit Karamell? Wir hätten in der Tat einen Whisky, den Sie mögen könnten. Aber hatten Sie nicht eine Frage, als Sie reingekommen sind? Ja, die habe ich. Einen kurzen Moment. Was ist mit diesem Foto hier? Violett ist nicht Ihre Farbe, Sir. Verdammt! Bitte, könnten wir jetzt zum Punkt kommen? Verdammt, ich will doch nur einen Schokoriegel. Geben Sie ihn mir! Ich würde ja gerne, damit Sie gehen, aber ich habe keinen Schokoriegel. Was mit Karamell? Sir, Sie haben einen Kollegen gesucht. Ja, okay. Moment. Hier, dieses Foto. Das ist ein Foto von einem Schokoriegel. Das war Wilson! Er war mein bester Freund! Okay, Sie suchen Wilson, einen Schokoriegel.
In meinem Schnapsladen. Sir, soll ich Sie zurück in die Anstalt begleiten? Ah, da war ich schon. Die haben keine Schokoriegel. Mhm. Jetzt. Ah, hier. Hier ist das richtige Foto. Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, den habe ich gestern gesehen. Hm, wann war das? So um 21 Uhr. Sind Sie sicher, dass er nicht noch einmal um 2 Uhr zurückgekommen ist? Ja, da bin ich sicher. Er war nur einmal da. Okay. Danke. Gerne. Sir, Sie sind immer noch hier. Sir? Hallo? Wollen Sie noch mehr Fotos sehen? Nein, danke. Gehen Sie jetzt bitte. Verlassen Sie meinen Laden. Ich habe einen Projektor im Wagen. Leclerc verlässt den Schnapsladen und wird vor der Tür von einer jungen Frau angesprochen. Guten Tag, der Herr. Sind Sie auch für den Weltfrieden? Was? Nein. Das würden unsere Sponsoren nicht gerne sehen. Na, das schneiden wir später raus, okay? Mit wem sprechen Sie? Gar keine Ahnung. Sie haben mich angesprochen. Was wollen Sie? Sie sind ja seltsam drauf. Mein Name ist Kara Biener und ich sammle Unterschriften für das Verbot von Feuerwaffen. Kara Biener? Richtig, und... Kara Biener? Ja, wie schon. Nicht schon wieder. wissen Sie, ist Ihnen die Ironie bewusst? Was für ein Ei. Machen Sie das mit Absicht oder sind Sie einfach ein Idiot? Es heißt Ironie. Nein, danke. Ich habe bereits gefrühstückt. Schildkröte. Ich bin sprachlos. Gut, dann beantworten Sie mir eine Frage. Haben Sie diesen Mann gesehen? Leclerc kramt einige Fotos aus der Manteltasche, zögert kurz und gibt eines davon Kara Biener. Ups, fast hättest du ihr das Foto mit der schicken Badehose gezeigt. Schwein gehabt, Leclerc, du bist ein Fox. Na, das sind Sie, biersaufend und in Badehose. Ah, verdammt! Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich kann mich für Sie anzeigen. Ich bin Polizist. Sie sind wohl eher eine Anstalt entflohen. Ja. Das hat schon etwas mit Anstand zu tun, da gebe ich Ihnen recht. Hier, diesen Mann suche ich. Leclerc zeigt dir das andere. Ach, der Typ. Ja, den habe ich gestern gesehen. Ihr zwei passt gut zusammen. Ja, wann haben Sie ihn gesehen? Einmal um 21 Uhr und das andere Mal muss so um 2 Uhr nachts gewesen sein. Haben Sie auch gesehen, wohin er gegangen ist? Nein, aber ich kann Ihnen sagen, dass er nirgendwo freiwillig hinging. Ich verstehe die Frage nicht. Sprechen Sie bitte Klartext. Er wurde von einem Typen niedergeschlagen und in einen Kofferraum verfrachtet. Verdammt! Was war das für ein Typ und wo sind Sie hin? Keine Ahnung, das war so ein klassischer Glatzenträger. Ja, ich wusste es. Jetzt ist die Katze aus dem Korb. J.M. und sein russischer Freund stecken dahinter. Sie sind wahrscheinlich ins Casino. Jedenfalls habe ich das Logo des Casinos auf dem Wagen erkannt. Casino. Ich könnte wieder mal die Würfel rollen lassen. Und danach, ja. Danach könnte ich La Fontaine retten. Oder vielleicht erst noch ein Abendessen. Ja, ob die Macaroni-Salat haben? Ja, natürlich, denn... Wer mag denn schon gar keinen Macaroni-Salat? Shrimps. Ja, Shrimps wären auch okay. Und danach hätte ich La Fontaine. Ja, genau. Wissen Sie, gleich neben dem Casino ist eine psychiatrische Praxis. Gehen Sie am besten auch gleich dahin. Wollen Sie damit andeuten, dass die Praxis und das Casino zusammen einen Kompott schmieren? Verdammt, ich bin schon wieder hungrig. Steht das Angebot mit dem Wein noch? Dieses Angebot hat nie existiert. Ich will damit andeuten, dass Sie vollkommen verrückt sind. Ein Gespräch mit Ihnen macht wortwörtlich dumm.
Das, was Sie eine Konversation nennen, zerstört meine Gehirnzellen. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Ja. Hier sind 20 Pieten für die Wale. Ich muss jetzt los. Waffen und ich will Ihr Geld nicht. Unterschreiben Sie einfach hier. Was? Für Waffen unterschreiben? Ich trage zwar selbst eine, bin aber grundsätzlich gegen die Dinger. Es sei denn, ich treffe auf Pinguine. Oder wenn ich wieder mal die Fernbedienung verlege. Ich wünsche einen schönen Tag und ich wünsche dir ganz viel Glück mit den Serum. Was? Hey, Sie! Das gibt's doch nicht! Leclerc geht seines Weges und murmelt einige Worte vor sich hin. Na, J.M.? Er ist also hier. Keine Sorge, Lafontaine. Ich werde dich retten, ja? Oh, ein Schokoriegel. Oh, das ist doch der Hälfte dran. Cara. Guten Tag, der Herr. Möchten Sie sich für eine Welt ohne Waffen engagieren? Na, hören Sie mal. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein, aber ich bin Kara, Karabiner. Karabiner, ja. Wissen Sie, das ist witzig, weil... Der Chardonnay hat Zimmertemperatur! Zimmertemperatur! Verdammt. Was? Oh, Entschuldigung. Ja, das war eine Hammerfolge. Ich muss gestehen, ich hab nicht zugehört. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schalten Sie ein, wenn Leclerc und Lafontaine die Welt retten. Auf Wiederhören. Jeffrey, mach nochmal die Heldenmusik.